weit. Die Anime-News stehen vor der Tür und heute mit der ersten Folge. Und heute dreht sich alles um ja, Filme oder beziehungsweise Animes, die nächstes Jahr auf Deutsch erscheinen. Und gerade im Vordergrund Cavalry of the Iron Fortress bekommt 2018 nämlich einen neuen Anime und One Punch Man ist endlich vorbestellbar. Und noch ganz, ganz viel jetzt in den Anime-News. Fangen wir doch mal mit dem Anime oder beziehungsweise den wichtigsten News meiner Meinung nach an. Und zwar den schönsten Anime, der dieses Jahr, Anfang des Jahres lief. Und zwar Erase beziehungsweise Boku Dake ga Inaimashi im japanischen Titel. Den Anime gibt es nämlich ab Februar auf DVD und Blu-ray. Und das ist bekannt gegeben worden, dass der Anime doch jetzt endlich auch auf der deutschen Fassung ja, endlich rauskommt und erscheint. 24. Februar ist es soweit. Schreibt mir rein, ob ihr euch freut. Auf Amazon Link habe ich auch mal reingepackt. Wie schon am Anfang gesagt, WIT Studio gab bekannt, dass Cavalry of the Iron Fortress bzw. Kutosoujo no Cavalry 2018 einen neuen Anime bekommt. Was das für ein Anime ist, ist eigentlich noch nicht so ganz klar, ob das jetzt irgendwie ein Spin-Off geben wird, ob das eine zweite Staffel ist oder ob das irgendwie die Vorgeschichte ist. Da wird noch so ein bisschen gerätselt, ganz genau ist es überhaupt noch nicht klar. Aber wir wissen jetzt, der Attack on Titan Ableger bzw. der so ziemlich nah an Attack on Titan war, bekommt 2018 einen neuen Anime und wir können uns darauf freuen, dass der auf jeden Fall wieder so ähnlich wird. Was das ist, da lässt sich noch ein wenig drüber streiten. Kennt ihr noch diesen Anime-Charakter, der mit einer Faust alles kaputtgeschlagen hat? Ja genau, es dreht sich um One Punch Man. Den kann man nämlich ab sofort vorbestellen und voraussichtlich im März kommt er auf DVD und Blu-ray beziehungsweise die ersten drei Volumes sind schon auf Amazon vorbestellbar, obwohl am Anfang noch ein wenig darüber diskutiert wurde, wann der Anime denn jetzt endlich auch in der deutschen Fassung erscheint. Doch alle drei ersten, also beziehungsweise die ersten drei Volumes sind auf DVD und Blu-ray auf Amazon schon vorbestellbar. Link habe ich nochmal unten reingepackt und ab sofort dürft ihr dann auch nächstes Jahr den Typen nochmal live erleben. Es ist anscheinend das Jahr, wo ja die meisten Animes auf Deutsch erscheinen, beziehungsweise fällt mir das gerade mal so auf, nämlich Death Parade, das erste Volume, erscheint auch 2017 und ist sogar bereits vorbestellbar. Und da freue ich mich auch ganz drauf, weil den Anime mochte ich ernsthaft, genauso wie One Punch Man. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es werden so viele Animes gerade auf deutscher Version synchronisiert und veröffentlicht bzw. auch vorbestellbar sein. Deshalb, da freue ich mich ganz drauf auf Death Parade Volume 1. Link natürlich auch wieder rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so feiert oder ob ihr sagt, okay, den Anime jetzt nicht, aber da habe ich ein paar andere im Visier, die eventuell nächstes Jahr auch noch mit ganz vielen deutschen Volumes starten. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Marito Mayo no Nura, so heißt der Film von Ex-Ghibli-Macher bzw. Produzenten von Yoshiaki Nishimura. Der hat nämlich bekannt gegeben mit seinem Studio Ponok, was er selbst gegründet hat und die Mitarbeiter von Studio Ghibli irgendwie nicht so in Ruhestand gegangen sind, sondern irgendwie was machen wollten, haben sie bekannt gegeben, dass sie diesen Film rausbringen wollen. Und ob der Film dieses Jahr noch erscheint, also, beziehungsweise Anfang 2017 erscheint und ob er auch komplett auf Deutsch das ganze Jahr 2017 irgendwann erscheinen wird, ist überhaupt noch gar nicht bekannt. Aber wir freuen uns jetzt schon mal auf den Film auf jeden Fall. Die Bilder, die bisher bekannt sind, die blenden euch ein. Sehen auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Das war's mit den Anime-News. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass euch das Format eventuell gefällt. Schreibt mir gerne rein, welche Anime-News oder welchen Anime ich gerne auch mal reviewen soll, weil da wäre ich nämlich auch nochmal offen für ein paar Anime-Reviews zu machen, wenn euch das ganze Komplettpaket hier gefallen hat. Die Anime-News habe ich von animenachrichten.de. Schaut doch auch gerne mal da vorbei. Da hole ich meine, das ist nur meine Quelle, da hole ich mir gerade die Anime-News so ein bisschen raus, die ich euch hier kurz und knackig erklärt habe. Und wenn ihr sagt, es hat euch gefallen, dann zeigt es mit einem Daumen und schreibt mir gerne rein, ob ihr noch mehr sehen wollt von den Anime-News, weil dann erscheint demnächst auch noch ganz, ganz viel zu anderen Animes, was so alles im Laufe der Zeit jetzt noch so veröffentlicht wird und welche News da so gibt. Das war's, wir sehen uns nächstes Mal wieder und ich freue mich schon, euch wieder zu sehen bei den Anime-News. Bis dahin, ciao!